Ja, hallo Lieben, es ist nochmal Christian und ja, weil es gerade so schön zur Jahreszeit passt und zum Schnee draußen, wollte ich nochmal über Manifestationen machen, dass man das, glaube ich, häufig falsch versteht oder Mythen darüber, sag ich mal. Und zwar am Beispiel meiner neuen Wohnung hier. Ich sag mal gleich vorab, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass bei mir alles immer glatt läuft im Leben, aber wenn mal irgendwas Krasses passiert, teile ich das natürlich auch gerne mal hier und für die Nachtzügler, weil wir so viele E-Mails gekriegt haben, dass jetzt, wo wirklich Black Friday ist, der Code weg ist, haben wir nochmal gesagt, okay, wir holen nochmal Black Week 25 raus, aber nur für die Hauptmodule und die Polaritätskurse und den Money-Kurs, bis morgen Dienstag, dass die Nachtzügler auch nochmal drankommen. Und ich wollte mal ein bisschen was erzählen zu meiner Wohnsituation hier in Bayern. Ähnlich wie bei dem Arbeitsthema hatte ich da auch, soll ich mal sagen, so eine Zielgeschichte ans Universum geschickt, nämlich schön skiortnah eine Wohnung, die ja vielleicht auch noch einen Bergsicht hat und ich weiß nicht was. Wollte mal, wie das sozusagen auf so einer Manifestationsebene, was ich immer mal wieder zwischendurch probiere, wie sich das manifestiert hat oder eben auch nicht, ne? Und welche Probleme da entstehen und wie manchmal eben das auch so läuft. Nochmal, Manifestation kannst du auch einsetzen mit Zieldefinition und Programmierung des Unbewussten. Wenn du sagst, Spiri, glaube ich nicht, ist auch völlig in Ordnung, ich weiß es selber nicht. Kommt aber letztlich aufs Gleiche raus. Und zwar hatte ich damals, als mein Job anfing, ein bisschen besser zu laufen, eben diese Idee, Mensch, ich könnte ja auch eine Basis haben hier in Bayern, weil ich so gerne Snowboard fahren gehe. Und ging dann damals super schnell, dass ich wirklich, da hatte ich auch eine gute Phase, glaube ich, was es anging. Einmal ImmoScout geguckt, irgendwie eine Wohnung gesehen, war zwar nicht ganz der Ort, wo ich dachte, wo es sein sollte, bin dann auf der Hinfahrt zur Skipiste da angeguckt, gesagt, hey, finde ich geil, Rückfahrt von der Skipiste, eine Woche später schon Mietvertrag unterschrieben und da so eine Base gehabt und vielleicht kennt ihr auch der eine oder andere von euch aus verschiedenen Zusammenhängen. Haben wir auch mal ein Bootcamp gemacht und was weiß ich. Auf jeden Fall, war super und also zu klein, sagen wir mal so auf die Dauer. Vor allen Dingen, wenn man dann da nicht alleine ist, zu klein und lag eigentlich ganz cool, aber Bergsicht war gar nicht so weit weg, aber man musste halt aus dem Haus und ein paar Mal ums Eck und so, da gab es durchaus eine Bergsicht, aber war eigentlich gar nicht schlecht, aber aus verschiedenen Gründen, auch wegen meinem Wegzug aus Hamburg, wo ich ja da damals auch noch eine Base hatte, habe ich mir halt überlegt, irgendwie ist es das nicht mehr so richtig. Außerdem, das ist auch mal so ein Zeichen, dass Sachen nicht mehr so gut passen, dass die Probleme plötzlich immer größer wurden, was Nachbarn anging, was sollte unten dann so ganz groß gewerblich vermietet werden mit ganz viel Baulärm. Und also es gab immer mehr Probleme. Und dachte ich mir, okay, suche ich mal was Neues. Und ist ja auch manchmal so auf dem Dorf, sage ich mal, ein bisschen leichter als in der Großstadt. Und habe dann so eine absolute Traumwohnung gefunden, so eine absolute Traumwohnung. Und mit wirklich 1A Bergblick, Penthouse-Style, wirklich absolut super, ziemlich teuer, gar nicht weit weg. Und mit einem absolut astronomischen Abstand, ne, wo ich schon einmal geschluckt habe, also der lag irgendwie bei 20.000, also wirklich astronomischer Abschlag, wo man denkt, what the fuck, ne? Meine war natürlich auch, klar, ist ja immer so ein Versuch von den Vormietern, da irgendwie noch Geld rauszuschlagen, gerade wenn die Wohnung hochwertig ist. Ne? Und das hat auch alles super funktioniert. Bis zwei Tage vor Unterschrift unter Mietvertrag ist das Ganze dann so aus dem Nichts geplatzt, sag ich mal, also völlig abstrusen Begründungen und
Ja, also totaler, dachte ich mir, was ist das denn? Was hab ich mir denn da manifestiert, dass da so eine geile Wohnung ist? Und es klappt dann aber nicht so, ne? Und ja, dann sagt man sich natürlich immer, bist du schimpfe irgendwas gut, aber in dem Moment, sagen wir mal ehrlich, glaubt man es nicht, man ist einfach nur des Todes abgefuckt. Und also, falls ihr irgendwie denkt, ich wäre so ein durch und durch optimistischer, positiver Mensch, bin ich nicht. Also nicht immer, zumindest unserer Familie liegt, soll ich mal sagen, von meinen Eltern auch viel Pessimismus gelernt. Manchmal gibt es auch viele Gründe, pessimistisch zu sein in der Welt, sagen wir mal ehrlich. Aber mir ist das nicht so in die Wiege gelegt, ne? Also ich bin durchaus nicht so immer so der Glückskeks-Guru-Mime-Typ, der immer gut drauf, immer lustig, immer einen coolen Spruch. Nee. Also will ich auch gar nicht so darstellen. Also habe auch meine Struggles. Aber ich will auch ein bisschen Mut machen zu sehen, ja, trotzdem kann man sich Dinge manifestieren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich war richtig genervt, soll man nicht, man soll nicht hadern, sage ich meinem Glückskurs auch immer, soll nicht hadern. Aber ja, ich habe gehadert, ich habe echt heftig gehadert und vor allen Dingen muss ich ja immer noch da irgendwie raus. Hab dann relativ schnell was anderes gefunden, was so ein bisschen. Wo ich dachte, so richtig geil finde ich es jetzt nicht. Aber irgendwie hat mich das war was sehr Großes, also sagen wir mal relativ groß, relativ neu. Lage hat mich irgendwie nicht so, war ich nicht so ganz überzeugt von, sagen wir mal, wieder kein Bergblick. Aber absolutes Upgrade, was das Haus angeht, ne? So hatte ich mir ein bisschen schwer getan, da einzugewöhnen. Ja, aber irgendwann dann doch. Und dann kommen wir ich noch ein bisschen drin, der Scheiß los mit Eigenbedarfs- oder Verkauf. Dann drohende Eigenbedarfskündigung und schließlich auch vollzogene Eigenbedarfskündigung. Super unangenehm. Also wem das gerade passiert, ja, ihr habt mal ein volles Mitgefühl, das ist ja total ätzend, wenn man gerade irgendwo drin ist. Und ja, und natürlich kann man sich da wehren, aber es ist natürlich, die Möglichkeiten sind natürlich irgendwo begrenzt, wenn tatsächlicher Eigenbedarf da ist, was heutzutage, glaube ich, immer mehr passiert, weil Leute einfach nicht mehr in Häuser kommen zum einigermaßen akzeptablen Preis. Dann werden eben vermietete Wohnungen, Häuser gekauft, die Leute rausgeschmissen. Und ist halt so, ne? Ich meine, das ist auch nicht ungesetzlich, aber so, ich kann das auch von Vermieter Seite verstehen, dass man da eine andere Sicht drauf hat. Als Mieter ist es natürlich absolut zum Kotzen, ne? Absolut zum Kotzen. Dazu kam noch, habe ich auch schon mal erzählt, so eine Naturkatastrophe. Ja, so dass das wieder gehadert, kann es sein, dass ich jetzt hier raus muss. Ich bin auch gerade erst drin, ne? Also habe da super mit gehadert. Ich glaube, durch dieses Hadern habe ich diesen Prozess auch noch schwieriger gemacht, als es vielleicht hätte sein müssen. Ich hatte aber auch einfach schlicht nichts, was das hätte ersetzen können. Also klar, ich meine, ich sitze jetzt, also wäre jetzt nicht obdachlos geworden, aber ich meine, da sind 80%, 90% meiner Sachen drin. Also irgendwo, ja, also war schon überlegen, ob ich es einlagern muss. Ja, was macht man da jetzt, ne? Also super ätzend. Und ja, habe mir dann natürlich wieder Wohnung angeguckt, die aber erstmal jetzt Wohnungsmarkt ist jetzt viel schwieriger und es war auch wirklich nichts dabei, was mich auch nur annähernd so richtig überzeugt hat, so, ne? Und ja, ein bisschen widerwillig habe ich mir dann diese Wohnung angeguckt, weil ich dachte, komm, du musst dem Universum jetzt eine Chance geben, irgendwie. So als eine der letzten, nee, die letzte eigentlich, die ich mir angeguckt habe, irgendwie. Und was soll ich sagen? Also ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich skeptisch, manchmal also selber skeptisch mit diesen Manifestationssachen, aber diese Wohnung ist der ganze Grundriss dieser Wohnung, also es ist wirklich verrückt, dieser ganze Grundriss dieser Wohnung, die Art, wie die gebaut ist, das Alter. Also ich könnte im Umzugsunternehmen wirklich sagen, ihr könnt es aus einem Raum raus und genauso in den anderen Raum wieder rein. Das Sofa steht identisch. Es ist wirklich verrückt, ne? Es ist wirklich verrückt und günstiger und werde ich euch vielleicht irgendwann mal zeigen, also wirklich zum Weinen schönen Bergblick. Also sowas, es ist wirklich unglaublich. Also das hätte ich nicht. Also heute Morgen haben wir am Frühstückstisch gesessen und ich war wirklich den Tränen nah, sag ich mal fast. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass das geklappt hat. Das ist so eine
kranke, geile Wohnung. Also für mich, ne, also es sind ja auch, soll ich mal sagen, für jemand anders wäre sie vielleicht zu einsam gelegen oder, also es ist ja alles relativ, ne, super relativ, was man selbst halt will, ne. Und auch für diejenigen, die natürlich jetzt in meine letzte Wohnung reinkommen, ist es natürlich auch schön, dass ich da rausgehe, sagen wir mal so, ne. Das heißt, die sind natürlich auch happy, dass ich endlich rausgehe. Und ich bin aber eigentlich auch happy, ne? Wir haben ja auch einen Deal gefunden und alles. Und also insofern ist es übers Eck, und darauf will ich eigentlich hinaus in diesem ganzen langen Video, ist es übers Eck wirklich gut gelaufen. Und das ist, das habe ich eine Story erlebt, die ich schon von jemand anders mal gehört hat, dass der sich eine neue Wohnung manifestieren wollte, dann hat er was gefunden in einer ganz anderen Stadt, dann dachte er, ja, das ist jetzt die Manifestation, ich ziehe in die andere Stadt. In der anderen Stadt, alles total scheiße. Dann denkt er, was ist denn da, was gibt's doch gar nicht, aber irgendwie sollte ich doch hier hin. Wieder gesucht, in der alten Stadt wieder was gefunden, zurück in die alte Stadt gegangen und da eine super Wohnung manifestiert und dann aber die Erkenntnis gehabt, naja, ich wäre aber damals nie von der alten Wohnung in die neue Wohnung gezogen, weil ich auch gar nicht in der Stadt sein wollte. Also ich wäre nie in der gleichen Stadt umgezogen. Und dann diese Erkenntnis, es brauchte sozusagen diesen Umweg über noch eine andere Stufe im Prozess, bis ich das manifestieren konnte, was ich eigentlich wirklich haben wollte, so, ne? Weil ich auch selber noch nicht offen dafür war, sag ich mal, ne? Und das wollte ich euch mal mitgeben, dass manchmal, das glaube ich, das habe ich auch mal erlebt und das ist, glaube ich, häufiger so, dass Manifestationen oder setze ich einen anderen Begriff dafür ein, Zielerreichung, psychologische Zielerreichung, dass die übers Eck laufen. Und deswegen ist es wirklich eine gute, ich meine, ich würde das auch sagen, in irgendeinem Kurs habe ich das garantiert mal gesagt, es ist auch eine gute Haltung, fällt mir manchmal aber auch schwer, wenn irgendwas im Leben passiert, mal, ich glaube, in der Selbstliebe-Challenge ist das, mal zu überlegen, was könnte gut daran sein, dass es jetzt passiert ist, ne? Wenn man wirklich noch mittendrin steckt, kotzt man ab bei so einem Gedanken, was soll denn daran gut sein, alter Falter. Aber ja, du weißt es nicht, ne? Du weißt es nicht. Vielleicht willst du jemand ganz Tolles daten und weißt es nicht. Verknackst dir den Fuß, kommst in die Notaufnahme, denkst, was für ein Scheiß, warum bin ich jetzt in der Notaufnahme? Und neben dir sitzt dein zukünftiger Ehemann oder zukünftige Ehefrau und die kommt ins Gespräch, flirtet, datet und Bäm. Und dann sagst du auch, ja, okay, vielleicht musste das sein, ne? Vielleicht musste das sein. Aber wie gesagt, ich will die Welt jetzt um Gottes Willen nicht schönreden, aber vielleicht ein bisschen Mutmach-Video, das mal auszuprobieren. Wie gesagt, das ist ja nicht viel Aufwand. Ist einfach mal aus, wenn es nicht klappt. Also bei mir klappen auch durchaus. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich alles manifestiert kriege in meinem Leben, um Gottes Willen, nein. Das kann man wirklich nicht sagen. Aber vielleicht ist auch das zu irgendwas gut. Und aber wenn ich einen schlechten Tag habe, kann ich das auch alles nicht sehen und denke, ey, oh, lass mich alle in Ruhe und dem Scheiß. Aber heute war jetzt so ein Tag, wo ich dachte, nee, das ist richtig gut gelaufen und das teile ich jetzt hier mal. Und aber es war zwischendurch eine schwere Geburt. Ne? Das ist also eine richtig schwere Geburt, wo ich echt zwischendurch ziemlich die Fassung verlaufen hat, weil wirklich dieses Haus, wo ich vorher war, es hat mich förmlich, aber das Universum hat mich da förmlich rausgeschmissen. Also wirklich, es war wirklich buchstäblich nicht mehr bewohnbar. Also was habe ich auch echt noch nie erlebt in meinem Leben. Es war, also nicht nur, dass ich da raus musste, es war wirklich zum Schluss buchstäblich nicht mehr bewohnbar. Es ist wirklich verrückt. Verrückt, es ist einfach verrückt. Ganz verrückte Geschichte. Und aber wenn das alles nicht so gekommen wäre, ja, weiß nicht, ob ich hatte sowas von keine Lust, wieder umzuziehen, sowas von absolut keine Lust, wenn mir das Universum nicht so in den Arsch getreten hätte, ich das niemals gemacht, ja. Und ja, heute bin ich da sehr dankbar für. In diesem Sinne, macht die Folgenkurse, was denkt ihr dazu, wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben.